Das fährt nicht eine Woche oder zwei Wochen oder so vor der Jagd. Das läuft eigentlich über das ganze Jahr durch. Oder der Virus hat man oder hat man nicht. Vor allem im Sommer oder gegen die Jagdzüge, näher dass der Jagd trägt, umso intensiver wird das Gefühl. Das steigert sich aber bis die Jagd da ist und man dann wirklich gehen kann. Wenn das wirklich Leute sind, die das, was sie hier vertreten, selber konsequent leben, okay, dann kann ich das akzeptieren. Das ist eine Ansichtssache. Aus meinen Augen zwar eine sehr extreme, weil die Natur ist gegeben, für die zu verwalten, für zu dieser Sorge zu tragen, zu schauen. Und ich denke, dass die Jagd ein Teil von dem ist. Für mich sind die Leute, die aber das nicht ehrlich leben, das ist in meinen Augen einfach inkonsequent. Wenn jemand ein Stück Fleisch auf dem Teller hat und dabei nicht überlegt, dass da für euer Tier müssen sterben, nur weil es er jetzt nicht sieht, ist es akzeptabel. Und auf der Jagd, da verträgt man es nicht. Das ist für mich ist das eine Lüge, eine Unehrlichkeit, par excellence. Ich habe auch Freude, wenn ich ein Tier erlege, das eine schöne Trophäe hat. Das ist für mich auch etwas Schönes und ist vor allem auch ein Erinnerungsstück, das ich nachher in Ehre halte, wenn ich daheim an der Stube aufheiche und ein schönes Foto mache. Und das sind Erinnerungen und Geschichten, die zu meiner Geschichte vom Leben gehören. Aber wenn jemand nur der Trophäe wegen auf die Jagd geht, dann ist in meinen Augen kein Jäger. Das Stück Fleisch, das ich auf dem Teller habe, dafür habe ich etwas geleistet. Ich kann nicht einfach nur, ohne mir zu überlegen, woher kommt das. Ich habe meine Anteil dazu beigetragen, dass ich hier ein Stück Fleisch auf dem Teller habe. Und vielleicht esse ich das entsprechend euch mit mehr Achtung. Wenn es etwas drin hat, muss er einfach näher dran pirschen. Und wichtig ist, dass er möglichst ohne Lärm zu machen, ohne Geräusche jetzt hier auf das Eingläufe. Okay. Das ist nicht Mitleid, das wäre jetzt falsch geworden. Das ist eine Rührung, der Moment, wenn ein erlebtes Tier Drache ist. Und das ist irgendwo ein Erfolgserlebnis. Oder wenn du pirschst und unterwegs bist auf der Jagd, du erlebst sehr viel Strapazen. Und ich komme manchmal recht an die Grenze. Oder nass und Dunkelheit und kalt ist. Und es lehrt, dass wir demütig sind. Und mir gibt das eine ehrfürchtige Haltung gegenüber aller Natur. Und eine Haltung, die nicht nur die zwei Wochen Jagd anhält. Eine Haltung, die meine ganze Lebenseinstellung prägen würde.